und es heißt Neu bei PearlTV. Und ich kann Ihnen eins sagen, liebe Zuschauer, auf diese Sendung habe ich mich richtig gefreut. Denn ein nagelneues Produkt wird demnächst auf jeden Fall in meine Küche einziehen. Haben Sie schon mal ein Produkt gesehen, was 18 verschiedene Gerichte zubereiten kann, das mit einem riesen Fassungsvermögen und das zu einem unglaublich kleinen Preis? Nein? Dann sind Sie jetzt hier genau richtig, nämlich in unseren PearlTV Küchenstudio mit der Küchenfee Anne-Kathrin Kosch. Und dazu muss man sagen, die Küchenfee, die kann gar nicht kochen und backen, muss sie auch gar nicht mehr können, denn ich habe ein Gerät, was das alles kann. Und ich sage immer, es ist für mich die eierlegende Wollmilchsau. Ich liebe es jetzt schon, denn es kann einfach alles. Ein Gerät für 18 Situationen im Haushalt und ich backe gerade Plätzchen. Ja, ich backe Plätzchen und es ist gar nicht schwer, wenn man einfach hier das richtige Gerät dafür hat, denn das kann, und dazu muss ich wirklich ablesen, weil es ist Wahnsinn, es kann fettarm grillen, backen, braten, dürren, garen, toasten, aufwärmen, auftauen und das jetzt, es ist der Wahnsinn, alles mit einem einzigen Gerät und das ist so simpel und so einfach verständlich hier in dieser wunderschönen Bauform erstmal gemacht. Oh, und unsere Kekse sind schon fertig. Ja, und Kristen ist natürlich auch an unserer Seite, denn wir haben beide so ein bisschen Heißhunger, lieber Anne. Jetzt sind wir natürlich mal gespannt. Was backst du denn so zu Weihnachten? Well, we bake a lot of cookies. Oh. With my grandmother's special recipe. Cookies like my one. Das hört sich aber lecker an. Also ein paar ganz, ganz viele. Und nutzt du da auch ganz viele Gewürze oder Schokolade? Yes and no. It depends what we're making. Because we also have a rice pudding that has raisins in it that takes an entire day to make. So that one has a lot of spices. I have some incredible cookies for you, if you want to try. I would love to. Die sind aber warm jetzt, ne? Be careful, they are really hot. Oh, ja. I put some special ingredients in it. I hope you like it. Oh, you like it? Okay, was soll sie jetzt auch anderes sagen, ne? Die sind ja perfekt, Anne. Ja, siehst du, ich muss dazu gestehen, es ist ein Fertigteig. Ich habe so ein paar Zutaten noch hinzugefügt. Den Rest hat ja meine Friteuse für mich gemacht. Wir können uns sie nämlich mal genauer anschauen. Nämlich, die macht ab sofort alles für sie. Und das so einfach und verständlich. Das ist kein Hexenwerk, versprochen. Aber lass uns mal noch die Pizzas machen, oder? Du hast ja noch so ein paar Pizzas vorbereitet. Da hat aber jemand Hunger, meine Güte. Ja, also, naja, ich habe heute nichts zum Mittag vorbereitet, okay. Würde ich einfach mal sagen. Ne? Dann machen wir jetzt einfach mal auf Start. So, Sie sehen das hier schon. Nee, an der müssen wir das machen. Die macht ja schon was, ne? Okay, dann tue ich jetzt hier meine Piccolinis mit hinein, meine kleinen Plätzchen, beziehungsweise die habe ich jetzt auch selber hier gemacht, ne? So ein kleiner fertiger Teig, die kann man dann mit Sachen belegen, wie auch immer man das möchte, zum Beispiel Schinken. What's your favorite one? What's your favorite pizza? With ham or I love the ham. Okay. I love the hams, but also the pineapple. Really? Yes, most people don't with like pineapple. I think it's not typical. I think it's typical for Hawaii. Yes. So. Hawaii. Und jetzt schalten wir sie einfach nur ein. Und jetzt sehen Sie hier schon die 18 verschiedene Programme. Die sind für Sie schon mit dabei. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr wissen, was oder wie viel Grad Celsius mein Gargut benötigt, sondern das steht hier alles schön beschrieben. Wir haben Chips, wir haben Pommes, Steak, Fisch, Shrimps, Pizza. Ja, und Pizza möchte ich ja jetzt gerne machen. Deswegen drücke ich hier auf Pizza. Dann stelle ich jetzt hier natürlich einmal, das kann ich machen, die Wunschtemperatur ein und sogar einen Timer. Muss ich aber nicht machen, denn vom Prinzip her weiß das Gerät jetzt genau, wie viel Grad Celsius meine Pizza benötigt. Jetzt habe ich hier einfach nur auf eingeschaltet und schon geht es los. Das heißt, ich kann nicht nur herzhafte Pommes und Pizza hier drin machen, sondern auch natürlich Plätzchen backen und noch viel, viel mehr. Und das vollkommen fettfrei bzw. fettarm. Und dazu kommen wir später auch noch. Weil man bei Friteuse denkt man ja automatisch an super viel Fett. Hier ist das anders, denn diese Friteuse arbeitet mit heißer Luft. Das heißt, diese heiße Luft wird aufgewirbelt
Und somit entstehen hier eben super knackige Plätzchen oder aber eben auch Pizza, wie zum Beispiel, aber auch Sausages. Alles kann man da drin machen und das ohne ein Gramm Fett. Und deswegen ist es auch super gesund. Und das ist eben das Tolle. Und ich würde mir dieses Gerät allein schon aus einem Grund kaufen, weil man das Ganze auch als Dörrofen nutzen kann. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal was gehört haben. Wer sich so ein bisschen mit gesunder Ernährung auskennt, der kennt das, Slow Food, ja. Hier die Zubereitung von zum Beispiel Obst oder Gemüsechips kann man hier selbst machen oder Tomaten trocknen. Aber das bei einer ganz, ganz niedrigen Temperatur, damit alle Vitamine enthalten bleiben. So, und jetzt kommt's. Ich habe mir vor einem Jahr so einen Dörrofen mal gekauft. Der kann eben nur dürren und der hat 150 Euro gekostet, der Dörrofen. Jetzt haben Sie den Dörrofen, Sie können aufbacken, frittieren, Plätzchen backen, alles. Und das in einem Gerät, ist das nicht sensationell? Es ist absolut genial. Und das ist eine exklusive TV-Premiere für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Denn unsere XXL-Heißluftfritteuse und Mini-Umluftofen kommt normalerweise erst im kommenden Katalog. Und wenn Sie noch eine Fritteuse zu Hause haben, dann kennen Sie das bestimmt richtig, richtig gut. Das ist Öl. Das braucht man ständig, wenn man eine Fritteuse betreiben möchte. Und nur damit, denken Sie bestimmt, werden Pommes knusprig. Die werden auch mit einer Heißluftfritteuse knusprig. Ich sage Ihnen eins, ich mache damit ja sogar meine Brötchen am Sonntagmorgen. Denn ich habe zum Beispiel keine Lust, irgendwie in irgendeiner Art und Weise frühst zum Bäcker zu fahren. Sind die schon fertig? Boah. Mm. Die sind schon sowas von fertig. Möchtest du, you want to try? Mm. Thank you. Dankeschön. Bitteschön. Aber das, schauen Sie mal, wir haben hier kein Gramm Fett. Kein bisschen Fett haben wir hier benutzt. Und das ist eben das Tolle, hier vollkommen gesund. Weil Pommes sind gesund. Es ist ja einfach nur Kartoffel. Ja? Aber diese Kartoffeln, die saugen sich dann eben so fett mit, so voll mit Fett, dass man dann eben dann auch das ganz schnell auf der Waage merkt. Aber ich sehe gerade unsere Piccolinis und mögt ihr das lieber knusprig? Oh, ich würde es ja. You like crunchy? No, I love them either way. Soft okay. And crunchy. Dann würde ich sagen, die sind fertig. Those are good. Und unsere Piccolinis wollen auch, oder? Wollen wir die noch oder? Ein bisschen machen? Wollen wir noch ein bisschen rein? Deswegen hatte ich nämlich gefragt, ob ihr es lieber crunchy mögt. Jeder mag ja seine Pommes immer anders. Ich würde sagen, wir machen sie noch mal noch eine Minute rein. Okay. Da können wir uns ja mal anschauen. Das kann man ja auch noch mal individuell einstellen. Ne? Du kannst ja mit der Zeit noch mal runtergehen. Du hast zwar diese voreingestellten Programme, aber das kannst du eben auch noch mal manuell umstellen. Genau, und das mache ich jetzt gerade. Also es ist super einfach auch hier gemacht mit Plus und Minus. Das sieht man hier jetzt schön, ja. Also da sieht man hier, die Temperatur kann ich einstellen, indem ich auf das kleine Thermometer gehe. Dann habe ich hier natürlich auch noch meine Zeit, meine Timeruhr. Mit Plus und Minus kann ich das Ganze dann variieren. Und dann schalte ich es einfach nur ein und den Rest macht das Gerät für mich. Also man sieht ja auch ein schönes, übersichtliches Touch-Display. Ne? Also sehr edel gemacht, eine einfache Bedienung. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Wenn das so in der Küche steht, macht schon was her, oder? Das macht richtig was her. Und vor allem der Preis, der ist unglaublich klein. 110,44 Euro. Und wir sprechen ja hier nicht nur von unserer XXL-Heißluftfritteuse, sondern ein umfangreiches Zubehörset ist auch noch mit für Sie dabei. Und ich muss Ihnen sagen, das schauen wir uns auch gerne mal intensiv an. Nämlich vom Drehspieß bis zum Drehkorb, bis zum Bratenspießen, bis zum Gitterrosten und sogar Backbleche. Alles ist hier automatisch schon mit inklusive. Ja, da ist alles schon mit dabei. Natürlich das Backblech, dann natürlich der Frittierkorb. Den sehen Sie hier. Das können wir auch gleich nochmal nehmen. Und für alle, die Hähnchen mögen, so ein schönes Hähnchen am Spieß. Ja, das muss ja auch immer regelmäßig gedreht und gewendet werden oder so ein Dönerspieß. Und da haben Sie jetzt hier diesen passenden Aufsatz dafür oder zum Beispiel auch mal für die Pommes. Ja, und das dreht sich automatisch und dieser Wechsel, der ist ganz, ganz leicht gemacht. Sollen wir das mal zeigen? Ja, gerne. Okay, also man hat jetzt hier einmal unseren Frittierkorb, weil wir alle lieben Pommes. So, und jetzt ist ja gerade so die Kartoffelzeit. Ja, man kann Kartoffeln überall kaufen und dann macht man die sich auch selbst. Ich liebe zum Beispiel Süßkartoffelpommes. You like sweet potatoes? I love sweet potatoes. Und da kann man das auch schön selbst machen. Super lecker. Und schauen Sie mal, jetzt schalten wir das hier einmal ein mit
mit einem Knopfdruck und jetzt kann ich hier unseren Korb drehen lassen. Das kennt man ja nur von so Hähnchenläden irgendwie, die immer auf so Supermarktparkplätzen stehen oder so, ne, wo das immer so schön gedreht wird, auch das Hähnchen oder natürlich eben auch verschiedene andere Gerichte. Sie können das ab sofort jetzt zu Hause ganz alleine machen und das ist in meinen Augen wirklich genial. Das gesamte Zubehör kommt zu Ihnen nach Hause. Unsere XXL Heißluftfritteuse mit einem Fassungsvermögen von 12 Litern und zusätzlich dürfen Sie ja nicht vergessen, Sie können alles von ganz alleine bedienen. Die Maschine gibt Ihnen automatisch vor, was Sie machen wollen. Sie müssen nur noch die Zutaten einkaufen und vor allem den großen Backofen müssen Sie nämlich auch nicht mehr anmachen, denn die ist so leistungsstark und der große Backofen, der verbraucht ja richtig viel Strom. Haben Sie da Programme? Hä? Haben Sie da einen Timer? Also ich persönlich auf keinen Fall. Hier ist alles automatisch mit inklusive und das für 110,44 Euro schnell sein. Exklusive TV-Neuheit. Sie als Pearl TV-Zuschauer profitieren jetzt von dieser wahren Premiere und mit der Bestellnummer der NX4861 und der 569 kommt sie zu Ihnen nach Hause in wenigen Werktagen. 110,44 Euro. Da kann ich ja wirklich jetzt gerade so vor dieser Backzeit mal richtig schön viele Plätzchen auch backen. Ne? Ja, jetzt geht ja wieder die Zeit los und man backt Plätzchen, egal ob es die Vanillegipfel sind oder die Zimtsterne. Es ist eben was ganz Besonderes und hier hat man ein Gerät für alles, für jede Situation. Sieht super edel und schick aus, also ganz, ganz wertig auch hier in der Verarbeitung. Und das ist eben das Schöne, weil häufig kauft man sich ja Küchengeräte nicht, weil man dann immer denkt, ach, das ist wieder ein Gerät, was irgendwo rumsteht. Aber hier haben Sie ein einziges Gerät und können es so vielseitig auch nutzen. Und das ist eben das Schöne. Hier eine ganz edle Optik. Alles, was Sie dafür brauchen, ist natürlich auch mit dabei. Die Körbe. Dann natürlich auch hier unser Dönerspieß, nenne ich es immer vorsichtig. Das ist dieser hier. Ja, dann spießt man das ja einmal drauf. Also es ist an alles gedacht hier. Der Bratspieß, müssen wir kurz nochmal dazu sagen. Ich sag immer Döner. Natürlich auch nochmal diese Schachlikspieße. Das finde ich alles auch dabei. Richtig schön. Das kannst du ja richtig selbst auch machen. Ne? Musst nicht mehr die fertigen kaufen, sondern kaufst du schön Hähnchen, Paprika, Zwiebeln, schön mit Gewürzen. Also ich sage Ihnen eins, Sie werden ideenreich sein und Sie werden es lieben, weil in meinen Augen einfach nur genial. Genial, was unsere XXL Heißluftfritteuse hier so alles kann und ich kann es kaum erwarten, bis es hier gleich wieder ausgeht und wir die nächsten Köstlichkeiten einmal wieder verköstigen können. Haben Sie auch schon Lust? Haben Sie auch schon Interesse vielleicht bekommen, einmal loszulegen und vielleicht so ein bisschen auch schon mal überlegt, was Sie als nächstes machen? Und schauen Sie mal, schon piept wieder eine Fritteuse. Und da würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal nach. Das war die jetzt hier, glaube ich, wo unsere ja. Pommes und unsere Piccolinis drin waren. Genau, ne? Ich habe mir sagen lassen, ihr habt Hunger. Guck dir das mal an. Wow. That's amazing. Without fat. Can you believe it? Without fat. It's also das ist ja der Wahnsinn. Das schauen Sie sich das mal an. Und wir haben hier wirklich keinen Tropfen Fett dazugegeben. Das ist genial. Wenn du mir einmal ganz kurz das Tuch gibst, natürlich. Dann können wir das nämlich hier auf den Teller servieren. Oh, das ist ja, guck mal, allein schon der Duft, ja, das ist ja ein Wahnsinn. Genau, ein absolutes Highlight hier. Oh, schauen Sie sich das an. Et voilà, und schon sind die Fritten zubereitet. Das ist natürlich ja. Die Dame. Und ich bin wirklich keine... I love how easy it is. Ja, es ist super so einfach, easy. Ja. Es ist wirklich einfach zu machen und das ist auch das Schöne. Ich gehe mal zu unseren Kameramännern, die haben nämlich auch schon Hunger. Selbst wenn man zwei linke Hände hat in der Küche, kriegt das jeder hin. You like it? Sehr lecker. Ah, also sie mag es. Und Christoph läuft ja einfach mal durch. Ich lauf hier überall. Ja, ganz ehrlich, da hat man auch einfach Lust, überall so Pommes zu verteilen. Und die sind ich so lecker. Ich hätte noch kleine Pizzateilchen, die kann man ja auch nach Belieben dann auch servieren. Zum Beispiel, wenn Sie Weihnachten Besuch bekommen, dann kann man ein paar zum Beispiel machen vegetarisch und ein paar mit Thunfisch, ein paar mit Schinken oder was auch immer Sie möchten. Und es bringt auch die Familie zusammen, ne? Weil man den Kindern dann sowas sagt, oh, die dürfen das belegen mit Mozzarella und Schinken. Das bringt einfach die Familie zusammen, es macht Spaß und Kochen verbindet auch. Und gerade jetzt,
wo es wieder kalt wird, sollten wir unser Immunsystem stärken. Selber kochen ist eben am besten und das können Sie hier wunderbar machen. Und da möchte ich auch gerne nochmal auf den Dörrofen zurückzusprechen kommen. Man stellt das hier nämlich ganz, ganz einfach ein und ich liebe Dörrofen, weil das ist was Sensationelles. Damit kann man wunderbar gesunde Chips zubereiten zum Beispiel. Einfach die Kartoffeln in hauchdünne Scheibchen und dann ab in den Dörrofen. Oder unser Regisseur, der macht damit Bananenchips selber auch richtig yummy. Die sehen richtig lecker aus. Aber ich sage Ihnen ja schon, allein so ein Dörrautomat, wir haben es ja vorhin gehört, was Anne gesagt hat, was sie für ihren bezahlt hat. Sie haben jetzt einen Dörrautomat, einen Pizzabackofen, einen Hähnchenzubereiter, eine Fritteuse und noch viele, viele andere Sachen. 18 verschiedene Programme können Sie hier individuell einmal einstellen. Und das für 110,44 Euro. 110,44 Euro in meinen Augen. Absolut genial. Ich muss Ihnen auch sagen, das ist auch etwas für jemanden, Entschuldigung, da war die Pommes noch hat, da. Oder? Nee, der auch mal nicht kochen kann zum Beispiel. Weil ja, so der einfach mal sagt, hier kann man es einfach mal ausprobieren, hier kann man es einfach mal testen. Das können Sie. Testen Sie das einfach mal aus. Sie werden es erleben, was Sie für eine Freude haben. Und bei mir ist das ganz oft so, gerade wenn ich so spät abends nach Hause komme, da habe ich jetzt nicht mehr Lust, großartig noch zu kochen. Dann einfach mal schnell so ein Fertiggericht hinein. Das Schöne ist ja, oder Sie haben was Fertiges eingefroren. Tun Sie einfach hier auf die Auftaufunktion und automatisch wird es aufgetaut. Dann wird es noch zubereitet und in meinen Augen ist es wirklich genial. Und das für 110,44 Euro. Sie müssen schnell sein, denn wir sprechen hier von einer exklusiven TV-Neuheit, nur für Sie als Pearl TV-Zuschauer. Und jetzt müssen Sie schnell sein und in die Leitung gehen mit der Bestellnummer der NX4861 und der 569 dürfen Sie gerne einmal bestellen. Und die Maitresse der Cousine, sagt man, glaube ich, unsere Anne-Kathrin ist startklar. Ne? Okay, da denke ich an was anderes, aber kann auch Küchenchefin sagen. Ich bin fertig, wollte ich nur sagen. Ich habe, als Hauptspeise gibt es kleine Pizza mit Pommes und als Nachtisch gibt es selbstgemachte Cookies und Plätzchen. Schauen Sie mal, sehen die nicht lecker und frisch aus? Und das ohne einen Gramm Fett. Es gibt uns keine hier. Ja, warte doch mal. Erstmal die Zuschauer ein bisschen hier Appetit machen und dann dürft ihr. Die sind ja auch noch heiß. Und das ist eben das Schöne. Und schauen Sie mal, in Sekundenschnelle, was wir hier alles zubereitet haben. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja, ohne großartig Stromverbrauch, weil so ein Backofen muss ja auch immer erstmal vorheizen, ne? Den musst du immer erstmal vorheizen. Die ist sofort einsatzbereit. Und ich würde Ihnen sagen, Sie sollten das auf jeden Fall auch probieren. Oh, ich darf? Dankeschön. Ich habe richtig Lust da drauf. Bon Appetit. Bon Appetit. Ja, lasst es euch schmecken und da kann man noch so viel mehr machen. Das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was wir Ihnen hier zeigen können. Man kann damit auch Fischstäbchen machen oder so Hotdogs selbst machen oder so kleine Croissants. Kennen Sie diese kleinen Croissants mit Blätterteig? Und die dann, also es gibt ja so einen Teig fertig zu kaufen, diesen Blätterteig und den dann mal füllen mit einer selbstgemachten Marmelade oder jetzt mit Äpfelchen und Zimt und ein bisschen Honig dann zusammenrollen, dann ab in den Backofen und da kann man sich immer so richtig schön schmücken vor dem Besuch, weil es macht nicht viel Aufwand, es ist nicht viel Arbeit, aber es macht was her. Oder vielleicht auch mal so Kleinigkeiten, so ein paar selbstgemachte Gemüsechips. Rote Beete ist mein Favorit. Ich liebe Rote Beete-Chips. Oder im Dörrofen ganz hauchdünn zum Beispiel Apfelscheiben machen. Das ist super lecker und da merkt man auch erstmal, das kommt auch ohne Geschmacksverstärker zurecht. Also das ist ein Gerät für alles und wie gesagt, allein so ein Dörrofen kostet 150 Euro. Ja. Und jetzt haben Sie ein Gerät für alles. Es ist gigantisch, oder? Und vor allem die Zubehörteile können sogar auch noch in die Spülmaschine. Das können wir auch noch erwähnen. Das heißt, alle Zubehörteile sind Spülmaschinen geeignet. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, weil ich persönlich finde das auch super praktisch, weil das will ich einfach nicht mehr selbst aufwaschen. Sowas wird ab sofort einfach in den Geschirrspüler einmal mit hineingetan. Und es ist genial. Schauen Sie mal, Pommes, frisch gemacht. Plätzchen gebacken, so kleine Mini-Pizzen haben wir noch einmal mit zubereitet und so viele verschiedene Funktionen, die Sie hier natürlich auch wirklich einfach mal nutzen können. Ich liebe dich. Ah, sie liebt es. Oh, das ist aber ja wirklich schön. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, es ist in meinen Augen wirklich einmal genial, wenn Sie es auch wirklich nutzen wollen und ausprobieren wollen. Nutzen Sie diese Chance, eine exklusive TV-Vorpremiere nur für Sie als Pearl TV-Zuschauer. Und ich kann Ihnen nur eins sagen,
schade, dass sie nicht da sind und schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Aber ich sehe schon, die ganze Mannschaft kommt langsam nämlich hier an. Die wollen nämlich langsam loslegen und hier sofort sich mal das Essen sichern. Für 110,44 Euro kommt diese nagelneue XXL Heißluftfritteuse zu Ihnen nach Hause mit der Bestellnummer der NX4861 und der 569. Und ich würde sagen, Sie gehen jetzt schnell zum Telefonhörer, rufen ganz schnell an 0180 51 51 und dreimal die 2. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim Ausprobieren der 18 verschiedenen Programme. Guten Appetit!